Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute bereite ich uns zum Abendbrot, was Einfaches, was Leichtes, was Schnelles, aber trotzdem schmeckt sehr, sehr, sehr lecker. Und teste gleichzeitig meine Heißluftfritteuse. Und so sieht er aus, unser Abendbrot. Dazu auch Tomatensalat. Und so sieht er aus den Heißluftfritteuse. So eine aus Blätterteig, so eine wie kleine Kissen. Was ich kann nur eins euch gleich sagen, dass die unten natürlich wird nicht knusprig. Weil durch das schon Papier ist das schlechte Zirkulation von der Luft. Aber es ist nicht roh. Wenn ihr das abbeißt und isst, es schmeckt nicht nach, dass man Teig kaut. Nee, es ist schon durch, nur es ist nicht knusprig. Aber oben. Und wenn ihr trotzdem Interesse habt, wie habe ich heute mein Abendbrot zubereitet, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch jetzt zeigen, Schritt für Schritt wie immer. Es schmeckt wirklich sehr, sehr lecker. So, folgende Zutaten habe ich heute vorbereitet. Ein Päckchen Blätterteig, weil ich möchte gerne in meine Heißluftfritteuse es probieren und an diese Größe anpassen. Wenn ihr einen Backofen macht, dann müsst ihr natürlich zwei Päckchen Blätterteig machen, dass es alles lohnt. Teig zu bestreichen kann man, wie ich heute, mit Creme Fraiche einfach nehmen, kann man mit Frischkäse oder sogar mit diesem Frischkäse oder Brotaufstriche mit Geschmack, mit Paprika, Kräuter und so weiter, nach eurem eigenen Geschmack. Dann füllen werde ich heute mit Käse, reichlich Käse, das habe ich jetzt in Gouda gerieben. Dann gebe ich auch noch ein bisschen von Hirtenkäse. Und nee, habe ich noch Rohschinken in so ein Würfelchen geschnitten. Kann man auch natürlich diese Bauchspeck nehmen. Und von den Kräutern nehme ich heute ein Frühlingszwiebel, ein von Knoblauch diese fein und ein kleines Blatt liegt hier bei mir von den Dill. Am besten ist alles schön klein schneiden und schön fein. Die Füllung natürlich könnt ihr nach eurer eigenen Geschmack machen, zum Beispiel nur mit mehreren Sorten von Käse und Kräutern und nicht unbedingt Rohschinken oder Kochschinken kann man auch machen. Kann man es wirklich auch ohne Fleisch das machen. Oder schnippelt ein paar Tomatchen vielleicht rein oder Paprika, kann man auch das reinmachen. Das ist einfach so ein kleiner Snack für unten zwischendurch. Stillen oder wenn mal abends sitzt und Film guckt und will mal vielleicht ein Gläschen Wein trinken oder ein Bier und das passt auch sehr gut dazu. Hole ich jetzt den Teig aus und mal schauen, was ich kann da machen, dass ich wirklich nur in den Fritteuse mache. Mache ich jetzt mal so die Hälfte. Ja, so ungefähr wird es. Und dann schneide ich auch so. So, und das geht jetzt wirklich sehr einfach. Erstmal den Teig bestreichen. Die Ränder lassen wir ein bisschen noch frei. So, das reicht das auch. 2 Teelöffel. Und dann bestreuen wir mit dem Schinken, wenn wir das wollen. Dann geriebene Käse, von Kräuter was und von Hirtenkäse oder Fetakäse kann man auch mal krümeln, wenn ihr das mögt. Es kann man das auch noch ein bisschen würzen. Salz würde ich auf keinen Fall dazu geben, weil die Fetakäse und Rohschinken schon salzig sind und Käse auch. Aber so von zum Beispiel schwarze Pfeffer aus der Mühle oder Paprika. Ich habe genommen jetzt Rosenschaf. Werden wir dann jetzt Rinde mit dem Eiweiß hier so bestreichen, dass es besser dann klebt. So, die Breite stimmt, aber die Länge wird dann ein bisschen nach oben gehen. Ich denke, es wird schon klappen. Und jetzt machen wir den zweiten Teig dann drauf. Bisschen ziehen.
mit einer Gabel machen wir den fest. So. Und wir können schon auch ein bisschen Anzeichen in so eine Portion. Machen wir so, ja genau, so 4 Reihen. Ich schneide jetzt nicht bis zu Ende, aber durch. Für so eine kleine Kissen. Und jetzt bestreichen wir mit dem Ei. Der Ei komplett einfach verquälen und morgen geht er zum Frühstück für Rührei. Deswegen ist es auch nicht schlimm, wenn was übrig bleibt. Für schöne Aussehen mache ich gerne den Sesamsamen drauf. So, das Papier werde ich ein bisschen jetzt abschneiden, aber lasse ich mir noch ein bisschen, dass ich anfassen kann und gebe jetzt in Heißluftfritteuse. So, bin gespannt, wie es ist. Wird jetzt, wenn mal komplettes zugedeckt. Das ist dann so, die Luftzirkulierung ist nicht so ideal. Aber wir probieren es. Wenn nicht, dann muss man etwas kleiner machen oder ein großes und im Backofen backen. So, die Heißluftfritteuse rein. So machen wir an. So, Heißluft 195, es wird zu viel, nehme ich 175. Vielleicht so 12, 13 Minuten. 13 Minuten. Im Backofen, wenn er wird backen, bei 200 Grad, ungefähr so 15, 20 Minuten muss man backen. So, schauen wir, wie es wird hier. So, es sind jetzt nur Sekunden, was uns übrig geblieben. Ich hoffe, ihr seht alles. Oh, 13 Minuten vorbei, mache ich jetzt aus und schauen wir, wie das alles aussieht. Hui! Und dann schauen wir, was wir hier haben. Von oben sieht schon wirklich toll aus. Jetzt schauen wir natürlich auch von unten, wie es das unten aussieht. Ja, unten ist es nicht so groß, wie es ist oben. Aber gar ist das schon. Gucken wir in die Mitte, wie es das in die Mitte ist. Durch das viel Käse. Ja, es sieht leider nicht knusprig. Deswegen könnt ihr natürlich selber entscheiden, ob ihr das macht in den Heißluftfritteuse oder doch im Backofen. Wahrscheinlich manche Sachen sind schon lieber für die Backofen. Aber ich werde jetzt erstmal probieren und sage euch, ob es jetzt im Geschmack wirklich störend ist, dass hier nicht so knusprig ist. Ne, es schmeckt nicht nur so richtig nach Teig oder so, dass es ja roher Teig ist, auch unten sehr, sehr heiß. Ne, schmeckt gut. Ne, alles gut. Schmeckt es auch sehr lecker und schnell gemacht. Schmeckt sehr saftig und schön weich. Und dazu serviere ich einen leckeren Tomatensalat. Und das Rezept habe ich schon im letzten Video reingestellt. Schaut mal auf letztes Video von diesem Salat. So, liebe Freunde, haben wir heute auch uns was Leckeres gemacht, uns zum Abendbrot, nicht so schwer und macht das auch satt. Und euch wünsche ich viel Spaß beim Nachmachen, einen guten Appetit wünsche ich euch danach. Schreibt mir einen Kommentar, Daumen hoch, vielen, vielen Dank. Und wenn ihr meinen Kanal weiterteilt, bin ich euch auch sehr, sehr dankbar. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!